Willkommen, liebe Leute, zurück zu Assassin's Creed Brotherhood. Wir machen jetzt weiter und folgen jetzt hier mal Ezios Spuren. Komm mit. Wo will er uns hinführen? Mach doch sowas nicht. Mach doch sowas nicht, Desmond. Desmond, das war ziemlich cool. Kam mir ganz normal vor. Hier lang kommen wir rein. Gut gemacht. Wir warten dann einfach hier oben, ja, so ganz allein. Mit Zielsuchern auf dem Rücken. Ach, warum geht das nicht an? Ach, endlich raus aus dem Animus. Das ist nicht unbedingt meine Vorstellung von schön. Lass mich raten, du bist mehr der um sechs ins Bett-Typ. Was? Desmond? Ich bin nicht so langweilig. Ja, sehr überzeugend. Überzeugt. Okay, okay, wenn wir die Welt gerettet haben, zeige ich's dir. Hey, kann ich das schriftlich haben? Wir haben Licht. Okay. Was war das? Lauf! Verschwinde, bevor die Soldaten dich schnappen! Correte! Los! Sie flohen hier lang. Was? Ezio und die Einwohner. Nach dem Angriff. Ich kann sie sehen. Ich weiß, es ist schwer. Aber versuch dich abzugrenzen, Desmond. Konzentrier dich aufs Jetzt. Und wenn die Visionen nicht aufhören? Wie lange noch, bis ich die Wände mit Symbolen beschmiere? Das ist nicht lustig. 16 ist tot. Wir konzentrieren uns auf das Jetzt, okay? Super, es klemmt. Ich pass durch. Bereit. Kriegst du das Tor irgendwie auf? Nicht, wenn ich nicht enden will wie dieses Skelett. Ich suche mir einen anderen Weg. Tja, warum nicht gleich so? Wir gehen natürlich den Kletterweg. Ja, sie nimmt den einfachen. Komm ich in den Korridor unter mir. Pass auf die Ratten auf. Wo? Ich dachte, wenn du welche siehst. Danke für deinen wertvollen Hinweis. Desmond? Mehr Geister. Ich bin hier, ja? Bleib bei mir. Ezio! Wurdest du getroffen? Nein, ist Mutter wohl auf? Desmond? Da kommen wir nicht hoch. Und wenn du mir Schwung gibst? Keine gute Idee. Ich könnte dich hochwerfen und du greifst die Kante. Noch schlechter. Komm mit. Wie wär's damit? Was hast du denn vor? Gut gemacht. Stets zu Diensten. Wie alt sind diese Tunnel wohl? Wir halten die Wand für unser Gewicht. Nach der ganzen Zeit im Animus bin ich da nicht so sicher. Ich wollte nichts sagen, aber du wärst langsam fett. Autsch. Rebecca hat sie auch schon den Animus verbracht. Im Ernst? Nein. Und los geht's. Bereit. Das ist die Desmond einfach die ganze Zeit hier. Was soll das? Obwohl er ihr gerade zeigt, wo es lang geht, klettermäßig. Ja, ich meinte Ezio. Hey, ganz im Ernst. Ich hab den Spaß meines Lebens. Und das verdanke ich dir. Seit wann ist das mein Job?
Wenn ich alle Hebel bewegen würde, was bliebe dann noch für dich? Nichts. Netter Versuch. Bereit? Da, ein Hebel! Hier geht was auf. Ich hänge hier fest, aber ich sehe auch auf der anderen Seite. Super. Ezio darf mit Katharinas Forza baden und ich schwimme im Klo. Tja. Den hier habe ich. So. Da vorne ist noch ein Hebel. Komm hier rüber. Ja, und wie? Ah, alles klar. Oh Mann, ist das kalt! Nicht jammern! Du hast leicht reden, du schwimmst auch nicht in der Renaissance-Kloake. Ah. Puh, ich stink. Du übertreibst. Voll süß, die beiden, oder? Denk dran, das ist der Spaß deines Lebens. Ja, ja. Ja, ja. Die mit ihrem Sarkasmus die ganze Zeit, ja. Ja. Bereit? Alles klar. Bist du eigentlich nie nass? Dafür habe ich dich. Charmant. Das kann man auch schon wieder ein bisschen anders verstehen, oder? Kommst du? Ich hab dich. Danke. Desmond ist ein kleiner Gentleman. Wir sind auf der anderen Seite. Schnell! Katzo! Gott, rette mich! Super, die Brücke ist hin. Zu weit zum Springen. Ich habe eine Idee. Du musst mir helfen. Geh an die Kante und mach dich bereit. Bereit. Geschafft. Lass mal sehen. Geh du nur ruhig vor. Ich bleibe hier im Dunkeln und spiele mit den Ratten. Spring rüber! Gute Arbeit. Schade für die Ratten. Erstmal. Soldati, hier ist dein Eingang. Moment, Desmond, Moment. So, die Leiter runter ist doch langweilig, ja. Gehen wir den richtigen Weg hier. So. Ich warte hier. Gut, ich hol dann mal die Brücke für dich runter. Die letzte habe ich gemacht. Ja, aber es war nur deine letzte. Haha, sehr lustig. Warte mal, ich glaube, ich muss da erstmal rein. So, hier ist nämlich der Schalter. Hab's. Dankeschön, Desmond. Warum müssen wir sowas eigentlich für sie machen? Ich meine, die kann doch genauso gut klettern wie er fast. Also ein paar Moves hat sie auch schon drauf. Jetzt bin ich mal dran zum Ausgleich. Dankeschön. Danke. Ist ein Anfang. Du bist dran. Ja,
Okay. Hier hoch, ja. Hier ist der richtige Weg. So. Ich denke, wir kommen auch langsam zum Ende eigentlich. Ich glaube, so viel haben wir nicht mehr vor uns jetzt hier. In dem Bereich. Und ab geht's. Danke. Wir sind ein gutes Team. Okay. Komm, Desmond. Gehen wir. Ich sehe den Altar. Wirkt so alt. Ezio muss nach dem Angriff hierher zurückgekehrt sein. Aber warum? Desmond! Okay, öffnen wir die Tür. Ja, warum wohl? Wahrscheinlich hat er hier was vergessen, oder? Woher weiß sie, dass da oben eine Tür ist? Sorry. Hier ist irgendwas. Kannst du den verdammten Bücherschrank öffnen, Desmond? Sehr gut. Ihr habt es geschafft. Wurde aber auch Zeit. Was ist das? Vielleicht eine Hinterlassenschaft von Ezio. Unten drunter stehen Zahlen. 1419, 1420 und 1421. Ah. Vielleicht solltest du dich etwas hinlegen. Na, schon gut. Bin okay. Wow. Das wurde für die Ewigkeit gebaut. Keine Anzeichen struktureller Schäden und kein Handyempfang. Hier sollten wir sicher sein. Holen wir den Animus runter. Okay, sieht doch gut aus. Schau und versteck den Van in der Stadt. Und pass auf, dass keiner dir folgt. Was? Was stinkt denn so? Das bin ich. Als wärst du durch eine Klärgrube geschwommen. Das war Lucys Idee. Moment, Jungs, wir brauchen Strom hier unten. Es gibt eine Leitung in der Nähe, die ich anzapfen kann, aber die ist zu schwach. Oh ja, na klar, ja. Wollen die Damen sonst noch was? Ein bisschen Kaviar vielleicht? Oder soll ich euch ein Mützchen klöppeln? Nein? Prima, komm mit. Naja, Leute, das machen wir allerdings erst beim nächsten Mal. Das soll es ja erstmal gewesen sein. Und ja, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hören uns beim nächsten Mal. Haut rein und tschüss.